Ja, dann herzlich willkommen zum fünften Themenbereich, zum letzten Themenbereich in der Vorlesung PKM. Und es geht jetzt darum, wie wir die Ergebnisse dessen, was wir bisher gemacht haben, auch tatsächlich in der Praxis einsetzen können. Das heißt, wir haben bislang darüber gesprochen, wie man den Prozessmodelle erstellt, wie man Kommunikationsmodelle erstellt, was deren Eigenschaften sind, welche Sprachen es dazu gibt. Jetzt stellt sich die Frage: Was ist denn das überhaupt alles mehr als einfach nur Kästchen zeichnen und irgendwelche Linien dazwischen ziehen? Was kann ich mit diesen Modellen auch tatsächlich machen? Wir haben das ansatzweise auch schon im ersten Themenbereich diskutiert, wo wir uns angeschaut haben, diesen Geschäftsprozessmanagementzyklus, also dieses Analysieren, Abbilden, dann in der Praxis ausrollen, also Operation, Analyse, Monitoring und so den Zyklus wieder schließen auf eine neue Runde des Geschäftsprozessmanagementzyklus. Jetzt machen wir das Ganze konkreter. Jetzt schauen wir uns ganz konkret an, welche Aspekte denn durch diese Modelle, welche Aspekte der betrieblichen Praxis denn durch die Modelle, die wir erstellt haben, ermöglicht werden. Das werden wir in drei unterschiedlichen Themen machen. Zu Beginn nochmal ein bisschen konzeptuelle Grundlagen. Schauen wir uns an, was macht denn ein gutes Modell überhaupt aus? Das heißt, so dass wir, wann wir mit diesen Modellen weiterarbeiten wollen, welche Eigenschaften müssen denn die haben? Wie kann man die Qualität eines Prozessmodells überhaupt beurteilen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Wenn wir ein ganz konkretes Framework einführen, das in der Literatur in den letzten Jahren vorgeschlagen worden ist und durchaus Verbreitung gefunden hat und das uns dabei hilft, auch nur mal darüber zu reflektieren, auf was man beim Modellieren denn überhaupt aufpassen muss. Also irgendwie wieder die Brücke zurückschlagt zum Themenbereich 1, wo wir darüber gesprochen haben, was ist denn überhaupt ein Modell? Verkürzungsmerkmal, Abbildungsmerkmal, pragmatisches Merkmal, wenn man sich dunkel erinnert. Das kommt da in der ein oder anderen Form jetzt wieder zum Tragen. Danach gehen wir dann in die Praxis und schauen uns sowohl aus technischer Sicht als auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht an, was man mit diesen Modellen anstellen kann. Bei der Ausführung von Geschäftsprozessen geht es ums Workflow Management. Workflow Management ist die Disziplin, die sich dann mit der technischen Unterstützung von Arbeitsprozessen auf Basis von Modellen auseinandersetzt. Wir werden uns da anschauen, was es da konzeptuell und praktisch zu wissen und zu verstehen gibt. Im letzten Thema dieses Themenbereichs gehen wir dann in die andere Richtung, nicht Richtung Technologie, sondern Richtung Betriebswirtschaft und schauen uns an, was man mit diesem oder wie man diese Modelle, die wir erstellt haben, verwenden kann, um sowas wie ein Controlling-System im Unternehmen aufzubauen und zu schauen, ob meine Prozesse auch wirklich gut laufen. Uns anzuschauen, was sind denn mögliche Leistungsindikatoren, mögliche Kennzahlen, die man an den Prozessen verankern kann, sodass ich sagen kann, okay, hier haben wir vielleicht noch Verbesserungspotenzial, hier läuft es gut. Dieser Themenbereich ist dann insgesamt auch ein bisschen kompakter, ein bisschen kürzer als die anderen Themenbereiche. Das auch ganz bewusst, weil es jetzt hier darum geht, mal grundsätzlich einen Ausblick zu geben, in welche Richtungen man diese Prozessmodelle verwenden kann. Sowohl was die technische als auch was die betriebswirtschaftliche Ebene betrifft, gibt es im Studium noch weitere Lehrveranstaltungen, die das vertiefen werden. Unter anderem dann auch Communications Engineering, unsere zweite Vorlesung, die wir dann in den höheren Semestern des Bachelorstudiums anbieten, beziehungsweise der Schwerpunkt Business Engineering und Management, der von unserem Institut getragen wird. Auch hier werden wir dann vertiefend in diese Aspekte noch weitergehen. Vorerst aber jetzt die Grundlagen in diesem Themenbereich. Wir steigen ein, wie gesagt, mit der Qualitätsbeurteilung, nur als konzeptuelle Brücke auch zurück zum Themenbereich 1 und schauen uns dann als Ausblick auf zukünftige Studieninhalte nur die technische und die betriebswirtschaftliche Verwendung der Modelle an.